Ich finde, jedes Kind sollte im Haushalt mithelfen und damit meine ich nicht nur ein bisschen Zimmer aufräumen. Ich finde, Kinder sollte man schon früh nicht nur zur Eigenverantwortung erziehen, sondern ihnen auch wirklich viel Selbstständigkeit beibringen. Das schafft Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und fördert die Kinder. Mal davon abgesehen, dass sie es später wahrscheinlich im Leben viel, viel leichter haben. Meine Jungs haben zum Beispiel feste Aufgaben und welche, wo ich sie immer mit dazu nehme. Fest ist zum Beispiel jeden Tag Müll rausbringen. Irgendeiner der verschiedenen Mülls ist jeden Tag voll und das ist ihre Aufgabe. Nachgucken, rausbringen, gar nicht lang drüber quatschen. Zimmer aufräumen gehört natürlich trotzdem dazu und auch das machen sie mit meiner Hilfe. Aber auch beim Einkauf reintragen oder beim Kochen helfen gehört einfach mit dazu. Ich höre zum Beispiel ganz oft den Satz, Papa, soll mit dir beim Einkaufen reintragen helfen? Ach warte, na klar sollen wir das. Die neueste Sache, die wir jetzt zusammen machen, ist Wäsche aufhängen und Wäsche abnehmen. Und mittlerweile können sie beide ihre T-Shirts und ihre Hosen richtig gut zusammenfalten. Und sie sind richtig glücklich, wenn sie dann was geschafft haben, weil es ihnen zeigt, dass sie das können. Ich denke, wer seinen Kindern alles abnimmt und dem permanent alles hinterherträgt, der kriegt echt Probleme. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt und was ihr für Aufgaben zu Hause habt oder hattet. Und ja klar, es gibt auch Aufgaben, die man nicht mag. Ich musste zum Beispiel immer Rasen mähen und hab's gehasst. Mach auf jeden Fall das Plus weg, wenn du hier nichts verpassen willst.